Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich gut aussehende Porchetta vom Kugelgrill. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Schweinebauch ist und bleibt einer meiner ungeschlagenen Lieblingscuts. Heute den Bauch ohne Knochen vom Oberpfälzer Landschwein von der Metzgerei Lotter. Oberpfalzbeef.de kennen die meisten von euch ja mittlerweile schon. Wichtig bei diesem Gericht ist, dass wir den Schweinebauch zuerst einmal ganz ordentlich trocken tupfen. Und zwar insbesondere die Schwarte. Jetzt nehmen wir ein scharfes oder ein spitzes Messer, reicht an der Stelle auch aus, und pieksen einmal von vorne bis hinten die Haut ein. Man kann sie auch einschneiden, finde ich aber immer im Ergebnis nicht ganz so schön, weil das nur sehr schwierig ist, gleichmäßig einzuschneiden. Deshalb piekse ich sie lieber ein. Jetzt nehmen wir Apfelessig, pinseln die Schwarte richtig schön damit ein und lassen das dann 2 Stunden lang stehen. Das führt dazu, dass das Fleisch etwas mürber wird. Nach gut und gerne 2 Stunden nehmen wir dann wieder ein Küchentuch und trocknen auch den Essig von der Schwarte runter. Als nächstes benötigen wir grobes Salz und damit massieren wir die Schwarte einmal ein. Jetzt das Ganze wieder ein Stündchen beiseite stellen und einwirken lassen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns mal um die Gewürzmischung zum Würzen des Inneren. Wir brauchen Fenchelsaat. Das mache ich immer gerne hier in so einem Olivenholzmörser, geht aber natürlich auch in einem anderen Mörser. Getrockneten Thymian. Und dann einmal eine italienische Gewürzmischung, in dem Fall Terrano-Meersalz. Getrocknetes Salz mit Oregano, Oliven und Tomaten. Und das geben wir auch hinzu. Noch einmal durchmischen und dann ist auch schon unsere Gewürzmischung für den inneren Teil von unserem Schweinebauch fertig. Sieht so aus, riecht schon mal richtig gut. Als nächstes starten wir einen Anzündkamin voller Briketts. Ich bereite die Porchetta heute auf dem Landmann Kepler Kugelgrill zu. Aber in der Zwischenzeit, wo das durchzieht, rollen und würzen wir unsere Porchetta. Wir befreien erst einmal die Schwarte wieder von dem groben Salz. Gucken, dass wir so viel wie möglich davon auch wieder runterbekommen, ansonsten wird es sehr salzig. Und würzen dann mit unserer Fenchelsaat-Thymian-Mischung den Schweinebauch einmal von innen und massieren das auch so ein bisschen ein. Jetzt im nächsten Schritt gebe ich 2 Scheiben Schinken mit rein. Das ist jetzt Freestyle. Etwas geriebenen Käse und Röstzwiebeln. Ich persönlich stehe auf die Süße von Röstzwiebeln, kann für mich eigentlich in jede Füllung rein. Ich weiß, ist wahrscheinlich nicht original, aber das ist mir an der Stelle egal. Hauptsache lecker. Und jetzt rollen wir das Ganze möglichst fester ein. Insbesondere aufpassen, dass die Füllung drin bleibt und wir nicht so viel in der Außenlage haben. Und schließen das einmal komplett zu. Wenn wir sehen, dass noch Salz drauf ist, können wir das versuchen so runterzustreichen wie hier. Und das war's. Jetzt binden wir das Ganze einmal zu. Das mache ich mehr oder weniger filigran. Hier mit so Bratenschnur. Zack. Es gibt auch so eine coole Technik, wie man so Schlaufen machen kann und sowas. Das habe ich nicht drauf. Vielleicht lerne ich das mal, zeige ich euch irgendwann mal, wenn ich das kann. Bis dahin mache ich einfach so 4, 5, 6 von diesen Schlaufen drumherum. Das tut es für mich auch und allemal. So, und jetzt ist er fertig und kann auf den Grill. Der Anzündkamin ist in der Zwischenzeit durchgeglüht. Wir füllen die Briketts in die Kohlekörbe und bereiten den Grill für indirekte Hitze vor. Die Kohlekörbe kommen beide nach außen. Hier das Gussrost, in dem Fall nochmal vielen Dank an all die Leute, die Fragen dazu gestellt haben. Gussrost ist mittlerweile separat erhältlich, den Link werde ich unten in der Videobeschreibung aufführen. So, nach gut und gerne 20 Minuten sieht dann unsere Porchetta so aus. Gucken, dass sie von unten nicht verkohlt, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja, und nach so einer Stunde 15 Minuten ist das Ergebnis so. Die Ventileinstellungen waren immer halb offen die ganze Zeit. Also ich habe dann am Ende die letzten 5 bis 10 Minuten die Ventile voll aufgemacht und das ist das unglaublich gut aussehende Resultat. Also eine tolle Farbe von außen und es ist total saftig innen drin. Das ist richtig, richtig lecker. Ihr seht auch sehr schön, die Füllung ist drin geblieben. Der Schinken, der Käse, das sieht einfach richtig, richtig toll aus.
Und während ich euch hier die Close-Ups zeige und die Flüssigkeit da so rausläuft, das ist wirklich richtig lecker, möchte ich mich an der Stelle einmal bedanken. Viele Grüße gehen an meine beiden neuen Patreon-User Benny und Justin. Danke, dass ihr dabei seid und mich supportet, für den Fall, dass das auch für euch in Frage kommt. Findet ihr den Link unten wie immer in der Videobeschreibung. So, und das Ganze wäre ja kein 0815 Barbecue-Video, wenn ich das Ganze nicht wieder einmal probieren würde. Darf mich an der Stelle recht herzlich bedanken fürs Zuschauen. Hinterlasst mir doch einen Kommentar und einen Daumen nach oben, wenn ihr auch Bock auf so eine geile Porchette habt. Ja, abonniert meinen Kanal, falls das noch nicht der Fall ist. Ihr verpasst so kein weiteres Video mehr und hier geht richtig noch was ab in den kommenden Tagen und Wochen. Das verspreche ich euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.